drop it. Ich grüße alle unsere Zuschauer rund um den Erdball. Ich bin mir sicher, Sie sind genauso gespannt auf diese Partie wie ich. Wir müssen uns nur noch kurz gedulden, bis die Spieler auflaufen. Danach kann es endlich losgehen. Und jetzt das Spiel. Deutschland gegen Israel. Ich bin Marco Hagemann und das Spiel wird Hansi Küpper analysieren. Wir beide hier oben, eine wunderbare Konstellation auf dem Rasen. Ich freue mich richtig. Hören wir uns nun die Nationalhymne an. Folgt die Nationalhymne des Kontrahenten. Die Aufstellung der beiden Mannschaften. Der Ball kommt in die Mitte. Hat den Ball nicht richtig kontrolliert. Das ist seine Stärke. Das Dribbling und dann die Flanke von der Torlinie zurück in den 16-Meter-Raum. Damit sorgt er immer wieder für Gefahr. Das war der erste Torschuss in dieser Partie in der Hoffnung, dass weitere folgen werden. Er versucht, das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Natko. Das war wichtig, dass er da gerade noch angekommen ist. Sonst wäre es gefährlich geworden. Toni Kroos weiß nicht, ob er so richtig zufrieden damit sein wird. Er weiß, dass er aus der Distanz ein guter Schütze ist. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Da kommt er angepest. Er steckt ihn durch. Tor für Deutschland! Zugegeben, es waren nur einige Zentimeter, aber wir sehen trotzdem ganz deutlich, er hat nicht im Abseits gestanden.
gefallen. Es steht 1-0. Sie sind in Führung gegangen, aber sie dürfen jetzt natürlich nicht nachlassen. Draxler. Das ist Mario Götze. Durch die Abwehr. Er hat aber weiße Augen. Wieder mal richtig gut verteidigt. Mesut Özil. Da ist die Chance. Jetzt sprintet er mit dem Ball nach vorne. Der ist drin. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Fußballspiel? Die Frage, die sich mir stellt, wie konnte er da eigentlich so frei stehen? Darüber wird zu reden sein. Also man muss schon sagen, das wirkt alles einstudiert. Das haben sie im Training mit Sicherheit immer wieder genauso versucht. Er verschafft sich den Freiraum im 16-Meter-Raum, bekommt den Ball und macht das Tor. Steht 2-0. Das ist jetzt die Frage. War es das? Sie haben die Führung ausgebaut. Ist das schon die Entscheidung? Oder erleben wir doch nochmal die Wende? Sauber verteidigt. Mario Götze. Und rüber auf den Flügel. Am Verteidiger kommt der Ball nicht vorbei. Eckball. Diskutiert, aber es gibt nur Abschluss. Und der kommt durch. Sauber vom Ball gedreht. Der wäre sonst durch gewesen. Allein gegen Auer, er hat dieses Duell nicht für sich entscheiden können. Zu spielen. Und sie setzen noch eins drauf. Also wenn die nicht aufpassen, gibt das hier einen richtigen Streifen. Mesut Özil startet im richtigen, genau im richtigen Moment, im Bruchteil einer Sekunde. Er steht nicht im Abseits. Aufgabe, das aufzuholen. Alles ist wieder bereit. Absolut keine Chance, diesen Riegel zu knacken. Der kommt weit nach vorn. Er zirkelt ihn rein. Müller! Großartig von Thomas Müller.
Dieses Spiel ist lange entschieden. Jetzt alles nur noch eine Frage der Höhe. Klasse Hereingabe. Und dann hatte er leichtes Spiel. Und bei allem Respekt vor diesem schönen Kopfballtor stellt sich schon die Frage, wie kann er hier so zum Abschluss kommen? Schönen Streifen hier. Er steckt ihn durch. Ich glaube, genau so stellt man sich das vor. Rauskommen aus der Kabine und einnetzen. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Der Ball ist links draußen. Bin mal gespannt. Versucht, die Gasse zu finden. Eine gefährliche Situation, aber er war voll auf der Höhe. Ball vors Tor. Gut abgewehrt, diese Flanke. Riesenmöglichkeit. Leco Mio, der schlägt ja ein, mein lieber Schwan. Einfach unhaltbar. Ich leg mich da fest, kein Torhüter der Welt hätte den gehalten. Präzise und hart. Seitenlinie und wartet auf seinen Einsatz. Er wird wohl in Kürze ins Spiel kommen. Oh je, jetzt wird's richtig bitter. Natko, da stehen sie wirklich stabil. Der Ball kommt zurück zum Torhüter. Deutschland nimmt noch keine Änderungen am Personal vor. Gleich den Wechsel, zumindest wenn ich die Aktionen an der Seitenlinie richtig interpretiere. Den jemand bekommt? Toni Kroos. Wieder mal richtig gut verteidigt. Toni Kroos. Er steckt ihn durch. Er bringt das Ding. Müller. Er kommt mit dem Kopf ran, aber was Zählbares kommt dann nicht bei rum. Es fehlt nicht viel und sein Torekonto wäre weiter angewachsen. Mal nutzt er seine Chancen, mal vergibt er sie, aber eines muss man ihm lassen. Er erarbeitet sie sich immer wieder. Durch die versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Mario Götze, das ist das Tor des Jahres, ich verspreche es euch. Aus dieser Entfernung vor dem Tor, ganz allein, da konnte er nicht mehr vorbeischießen. Mario Götze hat gerochen, wo der Ball hinkommt und das, was er dann mit dem Ball anstellt, das ist Extraklasse, ein schönes Tor. Als ob sich da ein Wechsel anbahnen würde. Jedenfalls steht ein Spieler an der Seitenlinie bereit. Er
Götze. Durch die Abwehr. Die Tür ist sperrangelweit offen. Sehr gut verteidigt. Der war wichtig. Gerade noch so geklärt. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Durch die Abwehr. Der Referee pfeift ab und damit ist das Spiel beendet. Sie haben das Spiel nach Belieben beherrscht und dominiert. Und im Prinzip war jeder Schuss ein Treffer. Ich bin mir ziemlich sicher, der Trainer wird nicht nur wegen des Ergebnisses zufrieden sein mit dieser Partie, sondern auch wegen dem, was die Mannschaft in der Defensive heute abgeliefert hat. Von uns, danke für deine treffenden Analysen, Hansi.